So, willkommen und herzlich willkommen wieder zurück. Weiter geht's hier in Gothic 1. Und man hört es hier schon blubbern, das ist der Kessel, ja? Der unaufhörlich blubbernde Kessel. Und man weiß einfach nicht, wer hier haust. Wir können uns einfach mal, wir können einfach mal so tun, als würden wir hier dazugehören. Aber wir wissen tatsächlich nicht, wo wir sind und in welchem Bett wir da letzte Nacht geschlafen haben. Ja, war kein Seitensprung, aber wir wissen es nicht. Oh, ich glaube, ich habe da was gesehen. Gucken wir doch mal einfach mal runter, was uns hier erwartet. Alter. Sind das Wölfe? Die sehen irgendwie sogar einen Ticken gefährlicher aus als normale Wölfe. Ja. Ich würde sagen, wir kehren um. Ich glaube aber, wir können nicht umkehren. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der stand ja fast neben uns, dieser Wolf. Alter. Ich will hier wieder weg. Wo sind wir denn hier? Nee, komm. Eigentlich wollten wir nur ins alte Lager und wollten ein paar easy Quests abgeben oder auch bewältigen. Ja, easy in Anführungsstrichen, weil so einfach sind die auch gar nicht. Wollten dann aber zu viel von der Welt sehen und jetzt sind wir hier. Ach bitte, stirb nicht. Ja. Oh, wir haben es heil überstanden, Leute. Das ist super. Okay, hier wollen wir ja nicht wieder hin. Und sehe ich das, was ich wirklich sehe? Ja. Nee. Okay, wir waren schon im Orktal, ja. Das ist Amoklauf pur. Da können wir doch noch nicht rein. Oh mein Gott. Ist es tief? Komm schon. Nicht sterben, bitte. Nicht sterben. Warum kann ich denn so viel auf den Baum gehen? Auf so kleine Äste. Fall jetzt endlich. Boah. Okay, es gibt tatsächlich Fallschaden. Krass. Diesmal bin ich nicht sofort gestorben. Wir haben ein bisschen Leben verloren. Na gut. Die werden sich jetzt wundern, wenn ich einfach so vom Ork-Teil heraus marschiere. Verschwinde hier lieber. Hinter dieser Barrikade beginnt das Ork-Gebiet. Ist das gefährlich? Sagen wir es mal so. Da dich die Orks sowieso in Fetzen reißen werden, kannst du uns auch genauso gut all dein Erz geben. Ich bin schon im Orktal. Ich glaube nicht, dass ich das will. Dann solltest du besser keinen Schritt mehr weiter tun. Weg hier. So, super. Gut. Aber gut. Was aber Gilbert für eine Bedeutung spielt hier im Spiel? Ist er vielleicht noch wichtig für eine Quest? Wir sollten uns erstmal den Namen merken von ihm. Aber wir haben da jetzt keinen Tagebucheintrag gekriegt bei ihm. Nehme ich an. Ja, ich denke schon. Deswegen glaube ich nicht, dass er wichtig ist. Werden wir sehen. Erstmal gleich schön Diebstahl im alten Lager machen. Darauf habe ich Lust. War ich in der Höhle schon? Muss man eben nachdenken und nicht nur nachdenken, ich gucke mal lieber noch. War das so eine stumpfe Moderatenhöhle? Ich glaube schon, okay. Hier waren wir anscheinend schon.
Scavenger nehme ich mal mit. Oh nein, falsche Waffe. Dafür lohnt es sich nicht, mit Bogen zu bekämpfen. Zack. So, hier haben wir noch mehr rohes Fleisch. Und ein zerstörtes Gebäude. Ah, wo eine Kiste ist. Eine Truhe. Dietrich, Bier, Fackel. So, Schüssel, Fackel. Super duper. Kann ich das Lagerfeuer benutzen? Okay. Ich dachte, mit einer Schüssel könnte man da irgendwas machen. Ich hätte ja schon Lust, hier weiterzugehen. Ach komm, mache ich einfach. Hier, guck mal, wer ist das denn? Das ist gerade so interessant. Hey, du. Wer, ich? Pacho. Nein, ich meine deine Großmutter. Natürlich meine ich dich. Wenn ich du wäre, dann würde ich diesen Weg hier nicht weitergehen. Warum nicht? Du scheinst wirklich neu hier zu sein. Mann, hier geht es ins Ork-Gebiet. Die machen Kleinholz aus dir. Oh. Gern geschehen. Das ist so ein Seiteneingang, ja? Sonst sagt er uns auch nichts. Ja, wir sollten wirklich umkehren. Egal, Mann. Das ist einfach... Weißt du, das ist dieser Entdeckungsdrang, den man da einfach immer verspürt. Und wir wollen doch eigentlich nur ins alte Lager jetzt erstmal. So, das machen wir jetzt auch. Komm, einfach hin. Wir können auch, glaube ich, noch zu, wie heißt der, Flingers? Ich glaube, Fingers. Wir sollten ja ein Diebes, irgendein Talent in der Diebeskunst sollten wir erlernen. Und ja, das haben wir jetzt getan. Wir können jetzt schleichen. Und wenden es doch gleich mal an. Guck mal. Zack. Hier. Ganz geschmeidig, ja. Abgebrochen. Rechts, links. Rechts, links, links. Rechts, links. Rechts, links, links, rechts, links, links. Wow. 115 Erz. 2 Käse. Bier, 3-mal. 4-mal gebratenes Fleisch, Rasiermesser, Schüssel. Wow, 115 Erz, das ist echt nicht schlecht. Und raus wieder hier. Ja, hat er was gesehen? Nope. Super. Oh, du bleibst hier in der Wachen Mitte. Hierher. Wachen hierher, schreit er. Ey. Ganz schnelle Pätze hier. Oh, nächstes. War doch klar, dass das Ärger. Jawohl. Ach, hier war ich schon? Ja, okay. Ich glaube, Grahams Truhe kann interessant sein. Weil er ist ja der Kartenzeichner. Und vielleicht haben wir da eine Karte für Drax. Oder Redford. Ich verwechsel die beiden immer wieder. Hey du! Raus aus meiner Hütte oder ich ruf die Wachen. Ey, cool bleiben. Haut mal ab. Dexter? Ihm haben wir das Rezept verkauft. Komm schon. Ein Kampf! Was? Hey du, was schleichst du darum? Du hast gewonnen. Schon gut. Hey du, was schleichst du darum? Warum schießt er? Warum verfolgt er uns jetzt? Früher wäre das ganz ab. Ich halte mich da lieber raus. Was? War das Jakal, der auch von uns Schutzgeld haben wollte?
Ey, der hat mich einmal getroffen, ne? Und ich bin fast tot. Gut. Oder auch... Hey, du. Nicht gut. Die richtige Entscheidung. Ich sollte das Ganze nochmal nachts versuchen. Das ist mir hier jetzt gerade ein bisschen zu deppig. Such mir erstmal Graham. Graham. Du musst hier irgendwo wohnen. Ich weiß es ganz genau. Ich glaube, hier war das sogar. Man darf auch nicht alle. Hey, du! Da hast du doch mal Glück gehabt! Wo war der denn? Erstmal abwarten. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Kessel. Gucken wir mal, ob wir was mit dem Kessel jetzt machen können. Lass uns ja, schön. Schön. Ich versuch's nochmal. Oh, diesmal hat mich keiner gesehen. Ach, die kann ich einfach so öffnen. Okay. Ich gehe hier einfach mal schlafen. Bis abends nämlich. Da können wir mal ein bisschen auf Raubzug gehen. Jetzt sollten ja jetzt auch alle schlafen gehen. Oh, und Graham ist sehr nachtaktiv, deswegen steht er hier noch draußen. Ich würde gerne eine Karte kaufen. Klar. Was suchst du? Je mehr drauf zu sehen ist, desto teurer sind die Karten. Ach so läuft das bei dir. Skizze? Übersicht altes Lager. Okay, ich war ja gerade bei ihm zu Hause. Der hat wohl keine Karte. Hey du! Ach Leute. Alter. Da hast du nochmal Glück gehabt. Das ist Bloodwoods Hütte oder was? Ich kaufe Graham eine Karte für 50 Erz ab. Von der Kolonie. Ich würde... Klar. Alles klar. Und das ist ja jetzt nicht viel. Und der Bandit draußen wird sich sehr darüber freuen. Wobei, lass ihn mal nicht Erz geben. Wir geben ihm einfach mal ein paar Trophäen. Wir haben hier noch ein paar Zähne. Zum Beispiel. So. 30 Erz schon mal. Und Wolfsfell. Ja, okay. Und 2 Erz kannst du behalten. So, hast auch mal ein bisschen Taschengeld, ne? Kannst dein nächstes Schutzgeld bald bezahlen. Du Opfer. Dass hier alle mitmachen, ne? Bei der Scheißaktion. Hey, du! Was denn jetzt schon wieder? Es ist eine neue Gelegenheit für dich gekommen, dich als Freund zu erweisen. Mit nur 10 Erz bist du dabei. Wie sieht's aus? Nein. Nein. Wir sehen uns. Einfach nein. Pass gut auf dich auf, Kleiner. Kann ich da... Wie oft willst du es noch versuchen? Die starren hier die Wand an. Wir gehen jetzt in die Burg rein. Halt! Was ist? Du darfst nicht in die Burg, hau ab! Warum darf ich nicht? Mann, ey. Wo ist Torus? Dann heule ich mich bei Torus aus. Ah, ich hab die Liste von Ian. Bemerkt gut es? Gemacht. Ja, er bemerkt nichts. Das bringt dir einige Pluspunkte ein. Er kann mir nichts Besonderes machen. Mach's gut. Schauen wir nochmal ins Tagebuch, was sich da jetzt genau geändert hat. Die Sumpfkrauternte? Ach so, okay, der ist ja verstorben. Okay. Die Quest können wir wohl nicht mehr machen.
Neue Sumpfkrauternte. Habe ich die Quest jetzt abgeschlossen? Ja, tatsächlich, stimmt, okay. Die große Sache der Bruderschaft. Okay, das ist ja das, was ich meinte. Dass Mordred meinte, ich soll Lester ansprechen. Gut. Dann schlafen wir doch einfach mal in Diegos Hütte. Okay. Ne? Er schläft da gerade selbst drin. Dammit. Gehen wir mal zu Fingers. The Fingers, der ist ja hier auch gleich ums Eck. Und da können wir uns auch gleich unsere Ration abholen. Oh, du bist noch wach. Warum bist du denn noch wach? Ey, du musst morgen arbeiten, du Scheißbuddler. Was schleichst du da rum? Ey, ohne Witz. Geh doch mal schlafen. Ich kann ja nirgendwo rein. Matt. Mal ehrlich, Matt. Wenn du mich anmotzen solltest, dann kriegst du erstmal eine. Was soll er denn Besonderes haben? Matt. Als wir Matt besiegt haben, hat er einfach mal null Erfahrung gegeben. Also richtig lächerlich. Gut. Oh. Er sitzt in der Ecke und weint. Matt, in die stille Ecke. Kluges Kerlchen. Zeig nicht auf den Finger auf mich hier, Mensch. So. Buddler. Das ist aber auch fast ein Durchgang, ne, hier. Hey, du. Wer, ich? Du weißt genau, mit wem ich rede, Bürschchen. Ich will dir mal was sagen. Das hier ist mein Viertel und ich will hier keinen Ärger. Aber neue Typen wie du bedeuten immer Ärger. Vor allem, wenn sie hier mitten in der Nacht rumlaufen. Also, warum sorgst du nicht dafür, dass ich dich hier nicht mehr sehe? Die Hütte gegenüber der Arena mit dem Vordach ist frei. Leg dich eine Runde ins Bett. Wenn ich dich in einer der anderen Hütten erwische, ziehe ich dir das Fell über die Ohren. Lass mich mal Fletcher. Vorbei. Okay, er läuft hier Patrouille. War mal eine klare Ansage. Und der Typ ist nicht schwach. Der hat eine bessere Rüstung als die Schatten, ne? Hey. Das ist der Typ, der Diebeskunst beibringen kann. Rechts, links. 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 Rechts, links, links, links. Okay. Rechts, links, 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 links. Alter. Rechts, links, 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 links. Okay. Wie viele Dietrich habe ich noch? So. Fingers. Das ist witzig, oder? Das war, glaube ich, auch ein Bug. Guck mal, der wollte ja... Diego meinte, wir konnten bei ihm ja ein Diebestalent erlernen. Und das konnten wir nie. Es kam immer wieder neuer Tagebucheintrag, ne? Stand da. Aber letztendlich... Bemerkt er es? Nein. Letztendlich, hat er das uns nie beibringen können. Und jetzt haben wir selber irgendwo anders Diebeskunst, Diebestalent beigebracht. Und jetzt steht da einfach nur Ende. Tolle Wurst. Mensch. Okay, hier waren wir auch schon. Hoffen wir mal nicht, dass der Fletcher hier vorbeikommt. Kirgu? Ich glaube, das ist ein Arena-Kämpfer. Hi, ich bin neu hier. Ein Neuer. Erzähl mir was von draußen. Es ist schon über einen Monat her, dass ich Neuigkeiten aus der Außenwelt gehört habe. Ich bin Kirgu.
Ich kämpfe in der Arena. Mhm. Bist du gut? Im Kämpfen? Ich bin noch nicht lange dabei. Aber ich habe schon einen Kampf gewonnen. Alles klar. Gut, den zertrümmern wir erstmal nicht. Ja. Und das war's aber auch erstmal von dieser Folge. Vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen beim nächsten Mal, wie wir in die Burg reinkommen. Also, ciao.